Willkommen, Freunde, zu Kingdom Come Deliverance, ein Mittelalter-Rollenspiel, das ja im mittelalterlichen Böhmen spielt. Und ich muss ganz kurz erzählen, ich habe auf dieses Spiel sehr lange gewartet. Ich habe die Pre-Alpha, eine sehr frühe Alpha gespielt, davon da gab es eigentlich noch nichts in dem Spiel. Man konnte ein bisschen herumlaufen, es gab ganz viele Bauzäune, die halt dann die fertigen von den unfertigen Bereichen quasi abgetrennt haben. Und es gab noch keine Missionen, keine Aufgaben, keine Quests, man konnte fast gar nichts machen oder nur wenige Aufgaben. Und seitdem sind, glaube ich, 4 Jahre ungefähr so vergangen. Und ich habe mich immer auf das Spiel gefreut. Ich habe das Spiel immer begleitet, auch gerade. Oh, Moment, ich mache noch ein bisschen leiser. Sanctificetur nomen tuum. Veniat rex. So, ich habe das Spiel gerade auch bei Planation sehr, sehr lange begleitet, halt News dazu geschrieben. Ich war vor, kurz vor Weihnachten, war ich in München bei Deep Silver bzw. Koch Media. Da haben wir uns auch noch das Spiel hier angespielt oder angeschaut und ja, ein paar Stunden dann angespielt. Und jetzt, heute ist der 13. bzw. wenn das Video morgen kommt, heute ist der 14. Gestern ist Kingdom Come Deliverance offiziell veröffentlicht worden für PC, PS4 und Xbox One. Und ich wollte einfach mal reingucken und euch gerne mitnehmen. Es wird kein offizielles Let's Play dazu geben, denn das Spiel ist einfach viel zu lang. 80 Stunden oder noch mehr kann man hier reinsammeln. Aber ich würde euch einfach gerne mitnehmen auf diese Reise. Innerhalb von einer ersten Folge, einer angespielt Folge, einer Let's Test Folge. Und wir schauen uns das Ganze gemeinsam an. Ich werde ein bisschen über das Spiel erzählen. Weil, wie gesagt, ich begleite es schon sehr lange, wie zum Beispiel seinerzeit The Witcher 3 Wild Hunt, habe ich auch sehr lange begleitet und kann da ein bisschen was zu erzählen vielleicht. Und ich finde da auch gerade wirklich diesen historischen Kontext sehr interessant, beziehungsweise die War Studios, das tschechische Entwicklerstudio, die haben ja den, ja, die haben versucht halt ein möglichst authentisches oder realistisches, ja, eher ein möglichst authentisches Spiel oder Abbild des Mittelalters hier zu schaffen. Und ja, man wollte versuchen, auch die historischen Begebenheiten möglichst so in das Spiel zu verfrachten, wie es wohl früher gewesen ist. Das heißt, die Leute, die hier auftauchen, die Adligen zum Beispiel, die haben dann auch die Titel und die Namen von real wirklich existierenden Personen von früher, vom Mittelalter und so. Und die Städte und das Kloster zum Beispiel, das man später dann aufsuchen kann, das ist dann auch wirklich nachgebaut worden. Ja, nach real existierenden Klöstern und Gebäuden und Städten und so weiter. Und ich finde das alles mega, mega interessant. Ich liebe das Mittelalter, ich liebe Mittelalterfilme. Und das hier ist ein Mittelalter-Rollenspiel, das komplett ohne Magie auskommt. Das haben die Entwickler sehr oft betont und das finde ich gut. Ich muss nochmal sagen, es ist sehr realistisch angehaucht. Das heißt zum Beispiel die Kämpfe, ja, das merkt man sehr stark gerade an den Kämpfen. Und ich glaube, es ist nicht immer einfach, beziehungsweise das Spiel hat schon seine Ecken und Kanten. Aber es ist halt eines der mutigsten Rollenspiele der letzten Jahre, kann man so sagen, weil die Entwickler sich halt sehr viel Neues getraut haben. Und man halt nicht genau vorher wusste, funktioniert das denn? So, jetzt habe ich aber lange genug geredet. Das kann ich ja einfach dann jetzt gleich fortsetzen. Im Spiel, da rede ich dann einfach weiter. Ich würde sagen, neues Spiel startet. Ich habe überhaupt noch gar nicht reingeguckt in diese ja, 1.0er Version oder 1.2 Version. Beziehungsweise auf den Konsolen ist es, glaube ich, die 1.02. Denn es gab ja jetzt noch einen großen Day One Patch, der ungefähr 21, 25 GB groß ist. Warum das so ist, das könnt ihr alles auf planation.de nachlesen. Ich würde jetzt mal anfangen. Ich habe übrigens oben links nochmal die FPS, also die Bilder in der Sekunde, angezeigt. Ich spiele mit einer GTX 1080 und mit einem 6700K i7-Prozessor von Intel. Deswegen, ich wollte mir das einfach mal angucken, wie gut das denn funktioniert auf meinem Rechner. Mit einer Aufnahme natürlich im Hintergrund. Das frühe 15. Jahrhundert war für das Heilige Römische Reich, welches unter der Herrschaft seines verblichenen Kaisers Karl dem IV. König Wenzels Untätigkeit brachte ihm den Unwillen vieler Adlige ein und den seines Halbbruders König Sigismund.
Art Segen. Dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Also ich muss sagen, um hier einfach mal reinzugerätschen, die deutsche Synchronisation ist bis jetzt sehr gut gelungen, was man auch so in den Trailern bisher gesehen hat. Jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Hm, na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Bestimmt YouTuber, der Typ, dass er so lange schläft, schlafen kann. Ach ja, erinnert mich an meine Zeit früher, als ich Abi gemacht habe. Na gut, da habe ich mich jetzt nicht geschlagen, aber das Ausschlafen meine ich jetzt. Ja, das war ein schöner Anfang auf jeden Fall. Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Das willst du gar nicht wissen. Da hielten uns in der Schenke. Ich war beim Reigen. Agilität. Ich war bei Bianca. Vitalität. Ich arbeite in der Schmiede. Stärke. Mithilfe der ersten zwei Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Keine Sorge, falls du nicht mit ihnen zufrieden bist. Alle Eigenschaften können ohne Einschränkungen weiterentwickelt werden. Bianca, Ich glaube schon. Ich war bei Bianca, wir haben... Geredet. Ja, ja. Hm. Geredet habt ihr? So nennst du das also, wie? Mutter, genug. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Wieso sollte ich mich für Schwertkämpfe begeistern? Redekunst? Matthias zeigte mir das Bogenschießen. Ich war bei Bianca. Ich war bei Bianca. Soll ich dir ausführlich beschreiben, was wir getrieben haben? Ja, was soll das werden, ein Verhör? Schon gut. Verzeih mir, ich mache mir nur Sorgen um dich. Danke, Mutter. Aber ich bin keine 4 mehr. Ich weiß, du wurdest vor meinen Augen erwachsen. Ich kann mich schwer daran gewöhnen. Ja, geh zu deinem Vater. Da waren meine Freunde hier. Ich habe Hunger. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Ach, bedien super. Dich. Ja, danke. Ist Vater wütend auf mich? Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter, natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Ja, wunderschön, wunderschön waren meine Freunde hier. Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Natürlich. Okay. Matthäus und Fritz sind keine Saufbolde. Das habe ich auch nicht gesagt, oder? Und wenn es mich wirklich stören würde, hätte ich es längst unterbunden. Ich war auch einmal jung, weißt du?
Und dein Vater war auch nicht gerade ein Engel, als er in Kuttenberg war. Keineswegs war er das. Du glaubst mir nicht? Frag ihn. Das werde ich. Jetzt bist du ein Mann, Heinrich. Und es ist an der Zeit, sich wie einer zu benehmen. Gestern hast du deinem Vater versprochen, ihm in der Schmiede zu helfen. Wenn du dich ab und zu nützlich machen würdest, würde mich deine Herumtreiberei auch nicht so stören. Ja, ich hab Hunger. Könnte ich etwas zu essen haben? Alles klar. Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Ja, gut. Brauchst du Hilfe? Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Ja, gut. Gespräch beenden. Und damit nochmal willkommen zurück. Was heißt zurück? Also, ne, ich habe ja früher wirklich einige Folgen dazu gemacht. Müsst ihr mal auf dem Kanal gucken. Und deswegen willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, wir sind Heinrich, ein Schmiedesohn. Und die Story will ich jetzt gar nicht. Da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Wenn man das Spiel startet, kriegt man ein bisschen was davon mit. Ihr solltet es auf jeden Fall, wenn ihr euch für das Mittelalter, für das europäische Mittelalter interessiert, dann solltet ihr euch das Spiel vielleicht kaufen. Ist halt ein bisschen anders als ein Skyrim oder ein The Witcher 3 zum Beispiel. Es ist halt auch weniger casual-artig und so, ne? Und ja, bis jetzt sehr guter Eindruck. Die Synchronisation, die deutsche, finde ich auch sehr, sehr gut. Da hat man sehr gute Sprecher gefunden. Übrigens, der Kollege, der für Heinrich... Ich bin ziemlich hungrig. Also der Schauspieler, der für Heinrich Probe gestanden hat, beziehungsweise der ihm seinen Körper und sein Gesicht geliehen hat, der sieht auch Tatsache genauso aus. Also das haben die wirklich gut hinbekommen. So, ein Stück Käse. Alleine guck mal hier, das Stück Käse hier, diese Pergamentrolle, wo der Name drauf geschrieben worden ist. Finde ich cool. So, nehmen wir uns noch ein Stück Käse und dann können wir nämlich das Menü aufmachen. Und da sehen wir dann die verschiedenen Reiter. Alle Waffen, Rüstung, Nahrung, Questgegenstände und sonstiges. Und hier haben wir einen Käse. So, guck mal, da haben wir sogar dann die Haltbarkeit. Und wie schwer das ist. 0,6 Gramm, also 600 Gramm, oder? Und 7,3 Taler Wert? Ich weiß gar nicht genau. Anzahl. Gesundheit, okay. Zustand, also 100%, ja. Kann auch sein, dass wir zum Beispiel einen Apfel finden und der ist dann schon ein bisschen... Ja, der liegt da schon etwas länger, ja. Gewicht, also 0,6, genau. Und der Preis. Und hier sehen wir Heinrich in seiner vollen Blüte. Hier sind die ganzen Tribute. Nahkampf, Fernkampf, Kopfrüstung, also auch die Rüstung, alles mögliche. Haben wir natürlich alles noch nicht. Spieler, Hauptstufe, Stärke, Agilität, Vitalität, Redekunst, Charisma, Sichtbarkeit, Auffälligkeit. Und auch ein Pferd haben wir noch nicht. Das ist der Questlog. Unerwarteter Besuch. Endlich war das Wetter frühlinghaft geworden. Ich schlief dennoch lang, da ich bis in die Nacht hinein gefeiert hatte. Es fiel mir recht schwer, am Morgen aus dem Bett zu kriechen. Wer kennt das nicht? Ich wusste, Vater, immerhin habe ich ihm gestern versprochen, heute bei der Arbeit zu helfen. Ein Söldner, der kürzlich in Skalitz aufgetaucht ist, unterweist mich im Schwertkampf. Vater und Mutter dürfen nichts davon erfahren. Aus irgendeinem Grund möchten sie nicht, dass ich lerne, mich zu verteidigen. Gestern habe ich mir jedoch einen üblen Schnitt eingehandelt. Heute sind wir wieder beim Wirtshaus verabredet. Ah, okay, okay, alles klar, alles klar. Ja, das ist halt das, ne? Da kann man ja später nochmal genau drauf eingehen. Und finde ich auch cool, ne? Wie das hier so aufgeht, auch mit dem Geräusch. Ja, das ist alles sehr, sehr passend. Und es sieht einfach toll aus. Ich habe gerade 50 Frames, ja. Wie gesagt, GTX 1080. Ich habe alles auf Ultra eingestellt und ich habe eine Full HD-Auflösung. Ja. Hallo. So, hier können wir auch mal, da, so. Ja, das ist sehr, sehr schön. Auch die Musik im Hintergrund. Also ich glaube, hier kann man sich schon sehr, sehr verlieren. Aber man sollte den Tag natürlich nicht vor dem Abend loben. Wo schlafen die Eltern? Schlafen die? Haben wir... Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, achso. Oh, ich habe euch das ganze Menü gezeigt, aber gar nichts gegessen. So, Essen. So, zwei Stück Käse. War denn hier noch mehr irgendwo? So, ja, hier. Da war nur Käse. Kann man hier die Truhe vielleicht noch aufmachen? Ach, guck mal. Nägel für Theresa, Ringelblumen, Aufguss und Verband. Dann nehmen wir mal einfach alles hier mit. Ach, guck mal, hier. Hier haben wir noch Äpfel. Ein bisschen näher rangehen. Ach, guck mal, der nimmt die sogar mit einer eigenen Animation. Die sind zwar ein bisschen
bisschen weniger rund, wie man sich Äpfel jetzt vielleicht vorstellt. Aber gut, das ist jetzt ja nicht so schlimm. Linsensuppe, hey. Ist cool, cool, nice. Brötchen. Boah, guck mal, wir arbeiten nicht, schlafen den ganzen Tag. Und dann essen wir der Familie noch alles weg. Wir nehmen einfach mal alles mit. Denn ich glaube, das Essen braucht man dann später noch, um sich zum Beispiel die Energie wieder zurückzuholen. So. Achso, da muss man gedrückt halten. Ja, ja. So, ein Brötchen noch. Und dann würde ich sagen, die Linsensuppe. Ob wir es jetzt brauchen, weiß ich nicht, aber wir haben Hunger. So. Nee, wo wird denn, ich hätte vielleicht mal schauen sollen, wo denn angezeigt wird. Achso, das ist Energie. Das ist. Ach, da ist die Sattheit. Da können wir noch viel mehr essen. 83. 85. 87. 89. 91. So, jetzt haben wir alles weggegessen. Können wir irgendwie noch unser grünes Hemd essen? Nein, ich glaube nicht. So, jetzt habe ich fast 20 Minuten geredet und bin noch nicht herausgekommen. Jetzt aber raus in die wunderschöne Welt von Kingdom Come Deliverance. So, die stickt. Wunderschön, machst du gut. Sehr, sehr gut. Was gibt's denn hier aus dem Topf essen? Ja, das können wir mal machen. Guck mal, auch da, auch das kann man machen. Du hast zu viel gegessen. Du wirst so eine Zeit lang keinen Hunger bekommen. Bist dafür aber schwerfällig und behäbig, bis du alles verdaut hast. Scheiße. Vielleicht sollten wir dann einfach mal auf Toilette gehen. Wo ist denn das nächste Plumpsklo? Also ihr merkt, ich habe auf jeden Fall schon mal absolut meinen Spaß hier mit dem Spiel. Und so läuft es auch echt super. Also ich nehme ja noch dabei im Hintergrund mit OBS Studio auf. Es läuft echt super. Ist natürlich auch noch, ja gut, ist natürlich noch eine kleine Stadt oder ein kleines Dorf. Komm, ja, eine größere. Muss man mal gucken. Hallo Papa. Ist das gar nicht mein Vater? Doch. Steht ja da. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Überzeugen. Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um deine Ziele zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du auf die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Du kannst einfach reden. Du kannst einfach Reden benutzen. Dabei spielt jedoch dein Ruf, den du bei deinem Gesprächspartner genießt, eine Rolle. Im Mittelalter war der soziale Status höchst bedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung und deine Körperpflege haben im Zusammenspiel mit deinem Ruf enormen Einfluss darauf, wie Menschen auf dich reagieren. Siehst du gefährlich aus, fürchten die Leute sich davor, dich zu verärgern und sind eher gewillt, dir gefährliche Aufgaben zu übertragen. Dabei spielen vornehmlich deine Stärke und der abschreckende Effekt deiner Waffen und Ausrüstung eine Rolle, aber auch andere Aspekte, wie beispielsweise Blutflecken auf deiner Kleidung. Okay. Manchmal kannst du Geld für dich sprechen lassen, du musst dich jedoch mit deinem Gegenüber auf eine überzeugende Summe einigen. Bestechung funktioniert genauso wie Handeln, siehe Handeln und Falschen. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fertigkeiten von Heinrich einbringen, zum Beispiel die Fertigkeit Reiten. Nicht nur die Art und Weise ist beim Überzeugen wichtig, sondern auch die Wahl der richtigen Dialogoption. Manchmal reicht es nicht einfach nur, nach den höchsten Eigenschaften zu gehen. Du musst wirklich lesen, was Heinrich sagen wird. Okay, ja, ja, gut, ja, gut. Unterschiedliche Ansätze fruchten bei unterschiedlichen Leuten. Einen zähen Raufbold schüchterst du nicht so leicht ein und ebenso schwer ist es, einen Adeligen mit schicker Kleidung zu beeindrucken. Das liegt daran, dass Heinrichs Fertigkeiten mit denen seines Gegenübers verglichen werden. Die Werte der verschiedenen Fertigkeiten findest du unter den entsprechenden Symbolen. Du kannst stets deine eigenen Fertigkeiten sehen. Die Fertigkeiten deines Gegenübers sind für dich nur sichtbar, wenn du jemanden gut kennst oder Menschen gut einschätzen kannst. Spezialisierung, Empathie. Es geht nicht nur um Werte. Der Ausgang einer Situation wird auch von anderen Faktoren beeinflusst, zum Beispiel von deinem Ruf, ob du blutest oder ob du schmutzig bist. Bist du etwa der flinken Zunge eines Händlers beim Verhandeln nicht gewachsen, könntest du ihn erst leicht vergiften, weil er dann einfacher zu überzeugen ist. Ein Wächter ist leichter einzuschüchtern, wenn du ihn von seinen Kameraden weggelockt hast. Die Höhe deines Rufs bei deinem Gegenüber, das ist das, Heinrich. Das ist schon also sehr, sehr komplex, das Ganze. Und das gefällt mir gut. Muss man sich natürlich ein bisschen reinarbeiten. Ich möchte etwas erledigen. Verzeih, ich wollte mich etwas umsehen. Ich lasse mir nichts befehlen. Verzeih, Vater. Ich war kurz spazieren und übersah die Zeit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das erste Mal hier zu sein.
Heinrich, wann wirst du endlich zur Vernunft kommen? Sei es drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Ja, alles klar, würde ich sagen. Die meisten Quests können auf unterschiedliche Weise abgeschlossen werden. Mit Redekunst gewinnst du Freunde. Also als unauffällige Person kannst du Ärger aus dem Weg gehen. Und wenn du die Dinge lieber direkt angehst, kann auch Gewalt eine Lösung sein. Ja, 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 okay, alles gut. Papa, dann gehe ich mal Parierstange holen. Ich soll kellerkaltes Bier von Bianca holen. Und ich soll Kohle holen auf dem Markt. Das sind mal ganz schön viele Sachen, ey. Das habe ich gleich schon wieder alles vergessen. Ja, dann würde ich mal sagen, das hier ist die Karte. Und wir sind hier gerade in Skalitz, das Anfangsgebiet, das Dorf, wo wir halt wohnen. Und das hier ist die restliche Karte, die sehr groß aussieht und dann nach und nach aufgedeckt wird. So, hol die Parierstange der Burg ab. Das ist aber sehr übersichtlich so, das ist gut. Treibe Kunechs Schulden ein. Kaufe einen Sack Kohle auf dem Markt. Kaufe einen Sack Kohle auf dem Markt. Kaufe Bier im Wirtshaus. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal hier hin. Mit X in Marker setzen. Gut, und dann sehen wir den Marker da oben. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, sehr beschaulich das Mittelalterleben. Ne? Das ist ja. Alle Informationen über die... Ja, das wissen wir alles. Naja, also von wegen beschaulich. Ich glaube, man weiß ja aus einigen Filmen, Büchern, Literatur, wie auch immer, dass das Leben im Mittelalter nicht so einfach war und nicht so schön und nicht so bequem wie heute zum Teil. Aber, und der König bekäme sein Silber nicht. Aber bis jetzt finde ich es sehr atmosphärisch, vor allem wirklich die komplette deutsche Lokalisierung. Also es ist toll. Kann man hier den Kopf irgendwie? Nein. Oder was anderes? Nein. Guck mal, man kann sogar am Körper heruntergucken. Finde ich auch mal toll. Und ja, jetzt sind wir natürlich noch einfach gekleidet. Aber wir sind natürlich ambitioniert und motiviert und ehrgeizig, dass wir dann irgendwann später ein richtiger Ritter werden mit toller Ausrüstung. Toller und teurer Ausrüstung vor allem. So, jetzt holen wir uns aber erst einmal die Schulden von dem Kollegen. So, ich habe gerade nur noch 20 FPS, also Tatsache sollte man das vielleicht hier dann, naja gut, noch ein bisschen anpassen. Ich habe das halt jetzt noch gar nicht ausprobiert, wie gut das denn läuft, wenn ich aufnehme. Aber es schwankt auch ein bisschen, ja. Es ist vielleicht auch noch nicht perfekt optimiert, ne? Ja, ich glaube, hier muss ich rein, ne? Hier öffnen, ja. Hallo? Du bist in einem privaten Bereich. Die Leute mögen es nicht so. Ist mir doch egal. Oh. Hallo, Entschuldigung, ich würde gerne die Schulden. Bin irgendwie falsch hier, habe ich das Gefühl. So, ich guck noch mal. Ach, das ist ein bisschen weiter hier, ne? Irgendwie ist der Marker ist aber auch seltsam. Der Marker ist ein bisschen schief gesetzt worden. Ach, guck mal. Ach, ich bin an Kunisch einfach vorbeigelaufen. Guck mal, hallo, Hütchen. So. Hallo? Ich hätte gerne die Schulden eingetrieben. Gott sei mit dir, Kunisch. Was willst denn du?
Ja, Vater schickt mich wegen der Schulden, absolut. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Das war so klar. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Ja, schön, gut. Ich glaube, wir sollten es nicht auf eine Konfrontation anlegen. Wir sind einfach noch nicht stark genug. Schulden gehören beglichen. Ich weiß, du hast es nicht leicht. Deine Frau ist weggelaufen. Schnaps ist dieser Tage teuer. Und du bist zu nichts zu gebrauchen. Aber Schulden sind Schulden. Und ich kann nicht mit leeren Händen abziehen. Du Hurensohn! Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Scheiße. Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werde dich lehren. Oh. Okay. Tritt. Wir können sogar treten. Für die Gesundheit der Gegner auch ungefähr übrig hat. Je schwerer er wurde, langsamer greift er an und reagiert. Oh Gott, deine Verletzungen. Ja, das ist deine Verletzung. Gesundheit. Das ist das, da unten, das Gelbe ist die Ausdauer. Und das Kampfsystem kenne ich ja schon ein bisschen. So. No curva. Oh. Oh. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, fuck. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Das sieht nicht gut aus. Wie war das noch mit den Blocken? Oh, das Kampfsystem ist einfach wirklich sehr, sehr schwer. Man muss halt natürlich immer dann die Deckung auskontern, beziehungsweise da hinschlagen, wo er nicht deckt. Ah, fuck. Boha Jeho. Was? Ah, Alter. Was soll das, ey? Soll ich mal pitchen, hä? Wie ein Mädchen? Alter, der ist aber gut, ey. Das ist bestimmt ein Profiboxer. Oh. Alter. Wie war das nochmal mit dem Blocken? Ich hab das eben nicht gesehen. Da waren so. Boah, der war gut. Alter, der voll auf die Nase. Voll auf die 12, ey. Boah. Gut, der war geblockt. Alter, das kann doch nicht sein. Neue Stufe erreicht. Ja, geil, ey. Gleich bin ich ein Ritter. Das wird ein langer Kampf, habe ich das Gefühl. Scheiße, verdammt! Ja, was denn? Hast du Angst oder was, hä? Aua. Das kann doch nicht. Das ist doch nur ein Tutorial-Kampf. Geh zu deiner Mutter, sie wird dich verarzten. Scheiße. Versuch die Axt, den Hammer und die Nägel auf andere Menschen zurückzubekommen. Und dein Alter kann auch zur Hölle fahren. Gut, das haben wir gut gemeistert. Also ich sage ja, das Kampfsystem, das ist schon ganz schön kompliziert. Du kannst deine gesunde... Mama, ich wurde zusammengeschlagen. Oh, es regnet. Leute, es regnet. Guck mal, das sieht gut aus, der Boden. Ich wurde richtig zusammengeschlagen. Also gerade mit Schwert und Schild und einer schweren Rüstung und so, ist das Kampfsystem wirklich sehr schwer. Es gibt zwar dann später noch ein Tutorial, auch fürs Bogenschießen und so, aber ja, das ist nicht einfach, vor allem wenn es mehrere Gegner dann sind. Man kämpft dann ja auch mal gegen 20 andere, hat natürlich dann auch noch ein paar Kameraden an der Seite, aber
das muss man erstmal draufkriegen und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Kritikpunkt von der Presse bisher, dass das Kampfsystem schon nicht einfach zu erlernen ist und ein bisschen umständlich auch und nicht intuitiv und ein bisschen zu langsam vielleicht. Ja, es reagiert nicht so schnell, wie man es dann doch gerne hätte. So, Mama, hab mich geschlagen, aber diesmal, weil ich das Geld eintreiben wollte für Papa. Ja. Ja, alles klar. Ach, herrje. Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Das ist mir schon ein bisschen unangenehm, jetzt zu Mama zu laufen, aber was willst du machen, ne? So gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Ja. Danke, Mutter. Bisschen zweideutig. Klingt ein bisschen zweideutig, aber gut. Nächstes Mal machen wir es uns selber. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal da runter und beschaffen uns die Werkzeuge auf andere Art und Weise. Oder wir fragen ihn nochmal. Kann man hier reingehen vielleicht? Ich meine, das ist ja immer noch ein privater Bereich hier. Kann man ja auch einfach klauen, oder? Ist hier noch was drin? Eine verschlossene Truhe. Ich bräuchte einen Dietrich, um sie zu öffnen. Ja, na klar. Aber Fritz, na gut, dann gehen wir erstmal hier weiter. Oder finden wir hier sonst noch irgendetwas? Ah, guck mal, ein Pferd. Guck mal, noch ein Pferd. Toll. Also hier gerade so die Ecke, da gehen die Frames echt voll in den Boden. Ich wurde verprügelt, kannst mir helfen? Hallo? Ist das dein Ernst? Ja, sorry, ich war schon bei Mama weinen. Dann gehe ich halt zu Fritz und hol mir einen Dietrich. Boah, da habe ich echt voll auf die Fresse bekommen. Aber gut, wir sind auch nur ein kleiner Bursche und das war ein erwachsener Mann, der schon sehr viel Lebenserfahrung hat. So, dann gucken wir doch mal, wo war denn... Was sind denn überhaupt unsere Kollegen hier? Kohle auf dem Markt... Kaufe Bier. Ich weiß gar nicht, wo unsere Kollegen sind. Ach komm, wir laufen einfach noch ein bisschen. Wir gucken uns das mal hier an. Oh. Du hast entdeckt Schmied. Ich dachte, da oben war ein Schmied. Gibt es hier noch einen konkurrierenden Schmied? Ich beleidige niemanden. Ich sage nur die Wahrheit. Sigismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen. Musste sein Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst ist sei mit dir gesinnt. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Ja, einfach hindern, wirst du das schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon... Hör auf mit der Blasphemie! Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund und... Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig, oder Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken.
Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll Dung zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Das ist also, richtig. Kumpel, bist du dabei? Ja, naja, also, ne? Ich würde ja schon sagen, dass man da eventuell mitmachen könnte, oder? Na gut, aber dafür müsst ihr mir helfen. Also schön, ich bin dabei. Aber dann müsst ihr mir auch unter die Arme greifen. Wobei denn? Kune schuldet meinem Vater Geld und zahlt nicht. Reden hat nichts gebracht, also muss ich wohl andere Seiten aufziehen. Boah, wie der aussieht. Alleine bekomme ich das aber nicht hin. Kein Ding, wir geben dir Rückendeckung, sobald wir das Haus des Deutschen neu gegipst haben. Ich würde es diesem Saufkopf nur allzu gern zeigen. Also schön, gehen wir. Der Deutsche sitzt immer noch im Wirtshaus. Ja, Alter, aber wie Heinrich aussieht, oder? Habt ihr gesehen, das ganze Blut und die Kratzer im Gesicht? Ja, da sind ganz schön verdroschen. So, ja, gehen wir mal mit, so ein bisschen mit Scheiße rumspielen und dann helfen die uns und dann kriegen wir auch das Geld und dann geht's weiter, ne? Das hört sich gut an. Du hast gelernt, Albrecht, den Vierten von Habsburg. Aha. Ja, danke. Was tust du da? Ja, ich wollte deinen Namen sehen. Ja, dann sollen wir mal. Ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Hm. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Das genau. Ist richtig. Und der, hübscheste von allen. So, geh mit deinen Freunden, lock die Gattin des Deutschen weg. Wo, ist das denn? Ist das denn die Gattin dann hier? Oh. Gott sei mit dir, Heinrich. Hallo, guten Tag, ich bin der Heinrich. Fräulein... Was willst du, Junge? Dein Gatte macht... Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Genau. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn. Nun... Dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer, sei sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Jo, gerne gemacht, locke die Gattin des Deutschen weg. Das haben wir jetzt gemacht und dann können wir ein bisschen Scheiße werfen. Beziehungsweise wir können auch einfach noch mal ganz kurz mit dem Matthias reden. Verdammt. Oder auch nicht. So. Igitt. Das ist ja sowas von widerlich. Worauf wartest du, Soldat? Feuert den Tribok ab! Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen macht einfach Spaß! Das ist fast so gut, wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Das ist für Sigismund! Wuhu! Fresst Scheiße, Deutschlinge! Was sind schon harte drauf? Gänger... Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Das waren wir nicht. Das waren wir nicht. Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Boah.
ins Gesicht. Arschloch! Das wirst du mir büßen! Oh oh, ich wollte doch nicht schon wieder kämpfen. Geh und räche dich an den Deutschen. Also, ja, das ist ja noch die Aufgabe. Ja, also abgeschlossen diese Aufgabe jetzt, ja. Das ja, das ist besser. Das ist besser. Jawoll. Den haben wir schon mal. So. Ja, nee, komm hier. Dann nehmen wir uns den hier. Lauf, ihr Schisser! Genau. Wir machen lieber auch die Fliege. Bischek, was wird das? Wir sind im Recht. Wir müssen nicht fliehen. Oh ja, stimmt. Tut mir leid, sowas ist mir noch nie passiert. Das sind ein paar. Ja. Ey, wo sind jetzt. Wo sind meine Leute jetzt hingelaufen? Ach, schon sehr beschaulich, ne? Das Leben im Mittelalter. Wunderschön. Und ein bisschen scheiße. An der Hauswand kleben. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Jo, danke dir. Dich auch. Ist sehr nett. Gut, dass es noch kein Geruchsfernsehen oder PC-Spiel gibt, ja. Hallo, schmeckt's? So, wir könnten dann natürlich mal, könnten auch mal ganz kurz zu Bianca gehen. Da viel ist sie Glück nämlich. Glück und Gesundheit, Heinrich. Flieh vor dem Büttel. Okay, das haben wir auch geschafft. Hallo? Hallo? Achso, ja, so kurz hängen geblieben. So, kurz, was ist denn? Ja, ich wollte mit dir reden. Hallo, ich bin dein Freund. Warum redet sie so mit mir? So, hallo Bianca, hallo? Ja, mit den Jungs gleich treffen, das machen wir auf jeden Fall dann auch noch. Aber jetzt erstmal kurz mit unserer Freundin sprechen. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Du oder Bier? Du. Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr, ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Bier. Das, ja, komm. Ich brauche Bier für Vater. Wie der gnädige Herr wünscht. Warte, es gibt einen Haken. Ich habe kein Geld. Kuhne schuldet mir was, aber er zahlt nicht. Überlass das mir. Aber du musst es mir am Abend zurückgeben. Du bist das beste Mädel, das man sich wünschen kann. Dein Vater wird ein kaltes Bier aus dem Keller wollen, oder? Warte ja, kurz hier. Ja, kellerkalt. Kellerkalt, das hat er auf jeden Fall ausdrücklich gesagt. Hier, deswegen, bitte. Ja, danke. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Keine Sorge, Liebste. Heute Abend sehe ich dich doch, oder? Oh, das hoffe ich, Heinrich. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Maniac? Mhm. Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Oh. Ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Ha! Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Ja, gut. Drama Retterschnaps, Spielspeicher von Z. Ach, okay. Also man kann gar nicht. Also wenn man manuell speichern möchte, muss man einen Retterschnaps zu sich nehmen. Stark alkoholisches Getränk, wenn man den natürlich zu oft dann nimmt, beziehungsweise zu oft speichert, dann ist man irgendwann auch betrunken, ne? War das ja auch mit der Schnellreisefunktion irgendwie so, dass man die auch nicht so oft benutzen darf? Sollen wir mal einfach einen trinken?
Ja, ne? So. Spiel gespeichert. Okay. Falls du noch eine Flasche hast, kannst du es bei Händlern, bei Schenken oder am besten bei Apothekern versuchen. Andererseits könntest du ihn auch selbst brauen, sofern du über die nötigen Zutaten und einen Alchemietisch verfügst. Ja. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt nochmal zu Kuschek. Der, wo, hier war der, ne? Hier war der. Und dann sollten ja meine Jungs auch uns, oder mir, helfen. Hallo. Bin ich mal gespannt, ob die jetzt wirklich dann zur Stelle sind, Kollegen. Müssen denn dann eigentlich jetzt vorbeikommen? Ich habe ihnen ja auch geholfen, ne? Insofern. Das eine Mal habt ihr nicht gereicht, wie? Ja, manchmal ist die Stimme nicht dabei. Ich habe aber den Day One Patch geladen. Von mir kriegst du gar nichts. Kannst das deinem Alten ausrichten? Ich sag's dir. Rühr mich an und ich lass dich in den Kerker werfen. Ja, super. Hey, wo sind jetzt meine Homies hier? Die wollten mir doch helfen. Achso, da sind die. Da, ne? Ja. Ah, alles klar. So, Jungs. Mädels. Es gibt da eine verschlossene Truhe, die ich öffnen muss. Im Ernst? Ist dir ehrliches Handwerk nicht mehr gut genug? Nein, nichts dergleichen. Es ist so, jemand hat etwas, das ihm nicht gehört, und ich möchte es wiederhaben. Wenn du das sagst, geht mich sowieso nichts an. Hier, du kannst ein paar Dietriche haben, aber falls du erwischt wirst, die hast du nicht von mir. Ja. Die von dir gehört. Danke, Kumpel. So, damit könnten wir jetzt natürlich die Truhe von Kunesch, heißt der, ist das schon wieder falsch, öffnen und die Werkzeuge holen. Oder, ich würde ja lieber dann eure Hilfe in Anspruch nehmen. Bisschen Gewalt, ne? Diesen Kackdeutschen haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Ja, dann. Saubere Arbeit. Naja, sauber war das nicht. Sicher doch. Eine Hand wäscht die andere. Na dann los. Oh, da bin ich mal gespannt. Ich bleib mal ein bisschen hinten, ne? Aber die Animationen können sich so bis jetzt auch echt sehen lassen. Also die sind auf jeden Fall deutlich besser geworden. Kunesch! Schwing deinen Arsch raus. Ich muss dir was zeigen. Ja gut, die Animation sah jetzt nicht so geil aus. Aber man kann es ja auch betreiben. Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Büttel rufen? Versuch's doch, alter Saufkopf. Kurva! Hau dich doch! Alter! Ach! Ja, nice! Jetzt hat's doch funktioniert. Super. Wir könnten natürlich die Truhe trotzdem ausbauen. Ich gebe auf. Nimm, was du willst. Es ist nicht viel, aber alles, was ich hab. Kapiert? Jo, super. Ach so. Was zur Hölle machst du da? Ja. Yeah. Was ist denn? Jetzt haben wir den Schlüssel bekommen. Also wir hätten natürlich die Truhe auch so knacken können, hier reinschleichen, ohne dass wir dann gegen den fighten. Und jetzt haben wir aber den Schlüssel bekommen. Also aufschließen oder Schloss knacken. Wir haben Schlüssel, also... nein? Achso, einmal kurz drücken. Das ist dann... naja, okay. Alles nehmen. Gut, okay. Ich würde sagen, ich beende dann auch ganz, ganz, ganz langsam die Folge hier. Wir gehen nochmal kurz zurück zu unserem Vater. Und... dann, ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr bis jetzt hiervon haltet. Vielleicht mache ich auch nochmal eine Folge. Wenn ihr Bock habt, dann werde ich das eventuell mal machen. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich werde es auch privat auf jeden Fall weiterspielen. Bin sehr motiviert, wie es weitergeht, das vor allem den Charakter aufzuwerten, neue Ausrüstung zu bekommen, neue Waffen und so. Da wirklich habe ich große Lust drauf. So, hallo Papa. Das Bier habe ich ja schon mal und die Werkzeuge. Und wir haben Scheiße auf ein Haus geworfen, aber das erzähle ich besser nicht. So. Wurde auch Zeit. Hast du gut alles, worum ich dich bat? Na, die Parierstange haben wir noch nicht. Ja gut, dann nicht. Genau genommen habe ich etwas vergessen.
Gib mir einen Augenblick. Ich dachte, man könnte die einzeln jetzt abliefern. Die wir Sachen. Müssen das Schwert heute fertigstellen. Ja, aber die Leute. Aber ich muss mich doch von den Leuten jetzt noch verabschieden. Ja, ne, wenn euch das gefallen hat, zeigt das gerne mit dem Daumen nach oben. Könnt auch gerne einen Kommentar schreiben, irgendwie, wie ihr das historisch bis jetzt so findet. Also, die historisch korrekte Darstellung jetzt mal. Ich finde es halt sehr, sehr geil. Ich habe noch nie so ein Spiel gespielt und von der Alpha bis zu der jetzigen Version hat sich einiges getan. Es hat sich sehr gut angefühlt. Es ist sehr rund. Obwohl ich dachte, es wird doch sehr eckig und kantig. Das ging jetzt alles schon sehr, sehr gut. Es hat viel Spaß gemacht. Die deutsche Synchronisation bringt natürlich nochmal für mich ein ordentliches Atmosphäre-Plus dazu. Und ich werde auf jeden Fall weiterspielen, ne? Bin ja mal gespannt, was hier noch so kommt. Euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis dann. Das war Kingdom Come Deliverance. Bis dann. Tschüss.